Ja, liebe Sportbuzzer-User, herzlich willkommen zum Tipp der Woche. Diesmal die Landesklasse West, 19. Spieltag. Ich lege einfach mal los. Wittenberge-Brese gegen Hansa Wittstock. Tippe ich mal auf ein 1:2. Union Neuruppin empfängt den VfL Nauen. Ja, beide im Mittelfeld. Kein Risiko eingehen, 1:1. Treuenbrietzen momentan ziemlich weit im Keller gegen die relativ defensiv starken Bornimer. Ja, das habe ich hier auf meinen Spickzettel geschrieben. 1:3. Lok Brandenburg gegen Lok Potsdam, die beiden Loks gegeneinander. Die Brandenburger natürlich momentan auch mit Aufwind, immer noch Richtung Tabellenspitze. Entsprechend 2:0, mein Tipp. Fortuna Babelsberg empfängt Rot-Weiß Gülitz. Gehe ich auch mal von einem relativ knappen Heimsieg aus. Dann natürlich das Spitzenspiel, Pritzwalker FHV gegen den Mainburger SV Wacker. Ich denke mal, der wird sich Pritzwalk ganz knapp durchsetzen, einfach weil sie momentan so ein bisschen die bessere Form aus den letzten Wochen mitbringen. Wird auf jeden Fall eine knappe Kiste. Falkensee Finkenkrug, ja, fast schon abgeschlagen, empfängt Schwarz-Weiß Zarzke, die selber noch kämpfen müssen. Ich denke mal, da steht auf der einen Seite die 0 und auf der anderen Seite die 1, knapper Auswärtssieg. Und zu guter Letzt Lok Sedin gegen Rino, da ist aus meiner Sicht irgendwie alles drin. Ich hoffe mal auf viele Tore und tippe auf ein 2:2. Vielen Dank!